Ja, mein Name ist Wolfgang Eibeck. Ich mache Radsport, Bahn und Straßen. Ja, bin 38 Jahre jetzt. Meine größten Erfolge sind sicherlich einmal, ich bin seit 1992 bei den Paralympics gewesen und habe dort immer eine Medaille, eine oder mehrere Medaillen gemacht. Habe somit zwei Paralympicsiege errungen, fünffacher Weltmeister und 13-facher Europameister. Ich habe einen gewissen Plan, gewisse Vorstellungen, wie ich mich vorbereiten will, auch mit meinem Trainer gemeinsam auf die Paralympischen Spiele in London. Wie weit ich meinen Plan und die Vorstellungen wirklich verwirklichen kann, hängt auch von meinem Arbeitgeber ab, ob ich auch so viele Dienstfreistellungen bekomme, damit ich mich wirklich ideal vorbereiten kann. Ja, wie gesagt, ich meine, ich war jetzt zwar schon fünfmal dabei bei den Paralympics und jetzt das sechste Mal. Wahrscheinlich auch das letzte Mal und ich möchte meine Serie nicht abreißen lassen, wobei es nächstes Jahr sicher das schwerste Jahr sein wird, weil die Konkurrenz sehr, sehr stark geworden ist und ich mittlerweile, dass ich auch schon vor Jahren gesagt habe, gegen Profis antreten muss und ich einer der wenigen bin, der noch voll berufstätig ist und irgendwann kommt einmal der Zeitpunkt, wo ein Berufstätiger keine Chance mehr hat gegen Profis und dieser Zeitpunkt dürfte leider Gottes schon hier sein.